Und was haben wir noch? Gäste, Blumen. Ja, das können Sie vergessen. Zu meinem Geburtstag gab es keine Blumen. Die Blumenläden waren einfach leer. Na? Da gab es gar nichts. Ab und zu mal eine Strelitzie, ne? Und eine Orchidee, ne? Aber nun nicht so eine schöne, so eine abgeschnittene gab es dann ab und zu auch mal, ne? Du hast mir doch mal welche geschenkt zu meinem Geburtstag. Und auch mal eine Strelitzie, ne? So, aber da weiß man auch nicht, was die Strelitzie da schon für den Weg zurückgelegt hat, ne? Weil das ist ja so, man wollte uns was bieten, genauso die Orchidee, ne? Und dann hat man meine Frau in der Gnose gesagt, hier, hast du gerade gekauft. Gibt man das Geld dafür. Ich glaube, die Strelitzie, aber nicht so eine schöne lange, wie es hier zu kaufen gibt, ne? Also so ein kleiner Stängel, nur so die von der Narzisse oder auch Osterglocke genannt, ne? So die Stängelgröße, ne? Die hat 27 DDR-Mark gekostet. So meine Blüte noch nicht mal mehr auf. Sie blieb also zu. Oder war wenigstens da. Und ich habe sie gefeiert. Hatte auch keine Ahnung davon, die Literatur gab es nicht. Über eine Strelitzie. Weil mich nicht erinnern. Du? Aber Oma kannte natürlich. Und wollte mir darüber viel erzählen, heute weiß ich, dass sie gesperrt war. Weil erinner noch mal, die wurde danach benannt nach einer Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz. Ne? Sollte man auch noch im Lexikon finden, wenigstens das. Ja, wo, wie weiter? Was noch? Servietten. Riesenproblem. Aber wir haben solche Servietten, also keine Papierservietten, sondern welche, die man wieder waschen kann, so eine weiße Servietten, dann hatte ich. Aber ab und zu auch Papierservietten. So und sonst, wenn man Glück hatte, dann musste man eben DDR-Papiertaschentuch nehmen. Ne? Aber die gab es auch nicht immer. Da muss man auch drauf zukommen. Komischerweise hatte Ingrid immer ein Zettel, also sie hatte da irgendwie Beziehungen. Also meine Stasi-Stiefmutter. So, was brauchte man sonst noch für einen Geburtstag? Na, die Hilfe doch mal. Ja, wir haben ewig keinen Geburtstag gefeiert. Ich war gar nicht was. Hatte ich ja schon gesagt, das gab es gerade. Und nö, ist ja nicht schlimm. Was gab es da sonst noch? Haben wir alles durch? Brauchen wir noch mehr zum Geburtstag? Alkohol haben wir. Braten und so. Na, das vergessen Sie, ne? Das vergessen Sie bitte ganz schnell. So, bei meinem Geburtstag haben wir dann schon immer aufgepasst und schon eingefroren, ne? Weil das sind ja nur 30 Tage weg von Weihnachten und so. Und dann haben wir dann auch Geflügel gegessen, dann hatte ich. Und heute, wie gesagt, das ist bei uns so schlimm. Im Prinzip sind wir halb Socken. Im Prinzip waren wir nie da, weil wir in Russland waren. Und dann ist auch wieder so. Oder in irgendeinem anderen Ostblockland, wo wir dann hin mussten. Das ist so schlimm, also. Deshalb sind diese Erinnerungen auch nicht da. Deshalb konnte ich auch nicht in meinen Wäldern so viel fotografieren und so. Das haben sie uns alles mal nur vorgespielt. Aber auch die Fotos sind weg. Ne? So, Geburtstagskarten kann man sagen, also das war wohl auch ein DDR-Hobby. Also es wurden immer Karten gesammelt, ne? Oh, ich weiß gar nicht. Nee, jetzt haben sie ihn ja doch weggeschmissen hier, ne? Ich glaube, ich habe hier noch ein paar alte Osterkarten gefunden von der DDR. Also man hat, haben wir die weggeworfen, ja, ne? Wir brauchen sie ja nicht mehr, ne? Hast du auch Grund? Sehr schön. Vielleicht präsentieren wir sie nochmal, weil da gibt es ja keinen, die kann man ja schön ablichten und da gibt es ja keinen, der da Rechte drauf hat, ne? Die DDR, die gibt es ja nicht mehr, ne? Das ist das Glück. So, und das war so auch war ein Hobby von mir, genauso Briefpapier sammeln war ein Hobby von mir. Weil das gab's nicht und dann musste man das ganze Jahr mal aufpassen, ne? So, und ich weiß gar nicht, gab es im Sommer Osterkarten oder so? Ich weiß es nicht, leider. Nee, ne? Gab's auch wirklich nur zu Ostern, ne? Ja. Also musste man dann eben aufpassen, dass man eine welche gekriegt hat, so, und man hat dann immer gleich 10 Stück gekauft und so, ne? Auch wenn man nur 5 brauchte. Aber Geburtstagskarten gab es eigentlich, ne? Die hat man gekriegt. Aber sie waren dann dementsprechend einfach nur überteuert, ne? Sie standen in keinem Verhältnis, was der DDR-Bürger verdient hat, deshalb langsam. Genauso Briefpapier, was immer gab,
Das waren 20 Briefumschläge und 20 A4 große, also DIN A4 große Briefbögen, ne? Also Seiten, wo man dann drauf schreibt. Ich weiß nicht, wie es heißt, kostete dann das teure, glaube ich, 40 DDR-Mark. Ne? Das gab es aber dann noch immer zu kaufen. Ne? Das haben wir dann immer zu kaufen gekriegt. So die etwas billigeren und so, die auch schöner aussahen. Das andere sah dann total blöd aus. Das wollte keiner kaufen. Die gab es dann eben nicht am Briefpapier zu verteilen. Aber Geburtstagskarte habe ich immer gekriegt. Dann gab es eher keine Kulimine. Dann musste das auch mal mit Bleistift ausgeführt werden. So, und wir haben uns immer gewundert, doch, das wird, doch, das muss man da bringen.